Schau, wenn zwei Körper sich reiben, ist nur die Haut in Berührung, okay? Ich habe diese Art von Beziehungen zu Menschen, wo meine Lebensenergie mit ihrer Lebensenergie schwingen. Diejenigen Pflanzen, die zu früh Früchte tragen, werden nie zu vollwertigen Bäumen werden. Also die nächste Frage wurde von Rahul gestellt. Was ist das richtige Alter, um einen Freund zu haben oder eine Freundin? Rahul will einen Freund. It's legal. Es ist legal. So, also, ich denke, dass jedes Kind Freunde und Freundinnen hat. Ja? Als du 3, 4, 5 Jahre alt warst, hattest du nicht Freunde und Freundinnen? Das hattest du. Jetzt gibst du diesem einfachen Freund eine neue Bedeutung. Nun, ein Freund muss nicht unbedingt heißen, mit ihm körperlich werden zu müssen. Hallo? Das ist etwas, das du aufgenommen hast, von bestimmten Gesellschaften, in denen der Körper alles ist. Warum ist es so, dass es heute so geworden ist? Das war nur in den Vereinigten Staaten, aber heute ist es überall. Wenn du eine Beziehung sagst, denken die Leute, dass es eine körperliche Beziehung ist. Nun, habe ich nicht jetzt gerade eine Beziehung mit dir? Hast du keine Beziehung zu deinen Eltern, deinen Freunden, deinen Lehrern? Du hast keine Beziehung? Hallo? Ja, aber du kannst nicht sagen, wenn du sagst, dass ich eine Beziehung zu meinem Lehrer habe, werden sie denken, oh, du hast etwas Hanky-Panky mit deinem Lehrer. Warum bist du so geworden? Siehst du, das Problem ist genau das. Deine Intelligenz wurde von deinen Hormonen übernommen. Wenn ich sage, du bist mein Freund, bedeutet das, ich muss mich mit deinem Körper beschäftigen. Ist das eine Bedingung? Hallo? Können wir es nicht sein? Okay, du bist ein Mädchen, wenn du meine Freundin bist. Aber ich kann nicht sagen, dass du meine Freundin bist, weil es auf eine andere Weise verstanden wird. Warum das passierte ist, weil wir körperbezogenen Beziehungen eine zu große Bedeutung beimessen. Du musst verstehen, dass es Beziehungen gibt, tiefgründiger als der Körper. Du kannst so tiefe Beziehungen zu Personen unterhalten, ohne dass dein Körper daran beteiligt ist. Ist es nicht so? Ist das möglich oder nicht? Nun, eine körperbasierte Beziehung kann mit jemandem erforderlich sein. Das ist in Ordnung, das ist deine Sache. Aber das ist nur eingeschränkt möglich. Aber Freundschaft und Beziehungen sind möglich auf verschiedenen Ebenen mit einer enormen Anzahl von Menschen. Ist das möglich oder nicht? Du kannst intime Beziehungen zu Tausenden von Menschen unterhalten. Ich habe eine sehr enge Beziehung. Die Art und Weise, wie ich hier gerade sitze, ich gehe von einer gewissen Intimität mit dir aus. Aber wenn ich das Wort Intimität benutzt habe, denken die Leute, dass zwei Körper aneinander reiben sollten. Schau, wenn zwei Körper reiben, ist nur die Haut in Kontakt, in Ordnung? Die Haut ist die äußerste Hülle dessen, was du bist. Wie kann das intim sein? Ich halte das nicht für intim. Ich kann in die Menschen eindringen, nicht nur in ihrem Verstand, ihre Emotionen, ihre Innereien, ihren Lebensprozess. Ich habe diese Art von Beziehungen zu Menschen, wo meine Lebensenergie mit ihrer Lebensenergie schwingt. Das ist intim. Das ist wirklich intim. Körperreiben, okay. Es ist vielleicht eine Notwendigkeit in einem bestimmten Lebensabschnitt. Es ist in Ordnung. Wir versuchen nicht, es richtig oder falsch zu machen. Es ist jemandes Entscheidung. Aber mach das nicht zur Grundlage der Freundschaft. Warum kannst du nicht mit jedem Mädchen und Jungen um dich herum befreundet sein? Hallo? Im Wesentlichen fragst du also, in welchem Alter soll ich in sexuell orientierte Beziehungen gehen? Ist es das, was du fragst? Aber ich denke, du wirst dir und der Welt einen großen Dienst erweisen, wenn du dieses Freund-Freundinnen-Geschäft aufgibst und es etwas anderes nennst. Nenn sie deine, Romanze oder deine Liebesaffäre oder was auch immer. Weil Freund, das Wort Freund muss vom Körper getrennt werden. Das ist sehr wichtig. Sonst werden Freundschaften nicht zustande kommen. Jeder wird so sein. Denn wenn ich sage, du bist meine Freundin, hat sie unnötigerweise Angst, nicht wahr?
Wenn ich sage, sie ist meine Freundin, wird sie Angst haben. Was hat er vor? Wie kann er mein Freund sein? Löse das Wort Freund vom Körper. Es ist sehr wichtig. Lass Freundschaften überall entstehen. Nun, körperbasierte Beziehungen entstehen mit einem anderen Menschen. Das ist etwas anderes. Das ist deine Entscheidung. In welchem Alter? Schau, wenn du in Ausbildung bist, wenn du dich zu diesem Zeitpunkt in deinem Leben nicht um diese Werkzeuge kümmerst, glaub mir, dein eigener Körper, dein eigener Geist wird dich auf so viele Arten verwirren, durch das ganze Leben. Du wirst sie nicht benutzen, sie werden dich benutzen. Das sollte nicht passieren. In diesem Stadium deines Lebens sollte der Fokus grundsätzlich darauf liegen, wie man sich selbst zum bestmöglichen Ort in sich selbst entwickelt. Du musst dich nicht beeilen, um zu leben. Das Leben wird etwas später stattfinden. Wenn du zu früh lebst, wirst du nicht so gut leben. Versuch nicht zu früh zu leben. Ich bin kein moralischer Mensch, um dir zu sagen, tu das nicht. Wenn jemand so ein zwanghaftes Bedürfnis hat, kann er es tun. Aber jeder braucht es nicht zu einem Trend zu machen, dass, wenn du auf dem College bist, du eine sexuell orientierte Beziehung haben musst. Es gibt keinen solchen Zwang. Es gibt keine solche Regel, dass es so sein muss. Man kann wachsen. Es gibt ich habe das schon mal gesagt, aber ich muss dir sagen, dass es unter den Mangobauern eine Praktik gibt. Wenn du in ganz Indien bist, ist das bekannt. Wenn du einen Mangosämling pflanzt, wird die Blüte innerhalb von 12 bis 14 Monaten erfolgen, wenn die Jahreszeit kommt. Ein Mangobauer, der sorgfältig arbeitet, entfernt jede Blüte von der Pflanze, denn wenn du es sein lässt, wird er Früchte tragen. Aus dieser kleinen Pflanze kommen ein oder zwei Früchte. Nur diejenigen, die bis zu 3 bis 4 Jahre keine Früchte tragen dürfen, werden zu ausgewachsenen Bäumen und tragen viel Frucht. Diejenigen Pflanzen, die zu früh Früchte tragen, werden nie zu vollwertigen Bäumen werden. Ein Mangobauer hat also diese Weisheit. Er schnippelt immer wieder jede Blüte ab. Ebenso sollte der Mensch es nicht eilig haben zu leben. Das Wichtigste ist, bevor du versuchst zu leben, bist du an einem Ort, der hoch genug ist, damit das Leben für dich gut vorankommt. Du lebst zu früh, dann könnte es zu einer schwierigen Aufgabe werden, dein ganzes Leben lang. Und morgen gibt es viele Turbulenzen. Schau, wenn du an westlichen Universitäten studierst, im Moment war ich gerade an der Ross Business School, erst diese Woche. Ich war auf der Ross Business School, dann auf der Harvard Business School, und wenn man dort schaut, ich weiß nicht, wie hoch die Prozentsätze sind, aber die Leute sagen mir, oder wenn man sich nur umsieht, wird man es sehen, die meisten Gesichter dort sind Inder, Chinesen und so. Nur etwa 40% sind eine kaukasische Rasse oder ein amerikanischer Weißer, obwohl sie dort die Mehrheit der Bevölkerung bilden. Warum das passiert ist, diese indischen Familien und chinesischen Familien, ihre Kinder haben ein bestimmtes Förderungssystem und sie müssen bei ihren Eltern leben, bis sie 25 sind oder so, bis sie ihre Universität beenden. Aber im Allgemeinen sind die weißen Familien, wenn sie 18 sind, aus ihren Familien heraus. Sie leben alle bei ihren Partnern, sie machen emotionale Dinge durch. Sie müssen dafür etwas Geld verdienen und im alltäglichen Abend müssen sie sich um ihre Partner kümmern. Keine Zeit, in die Bibliothek zu gehen, keine Zeit zum Lernen. Alle Spitzenreiter sind Inder, jüdische Gemeinden und Chinesen. Schau dir nur die Universitäten in den Vereinigten Staaten an. Was bedeutet das also? Eine ganze Reihe von Amerikanern beenden nicht einmal die Universität einfach, weil sie einen Freund oder eine Freundin haben und es wird nicht immer glatt laufen, werden die Dinge täglich zu Unruhen, Problemen führen, weißt du? Jeden Tag passieren diese Dinge. Jetzt musst du verstehen, dass dies eine Zeit deines Lebens ist, in der du auf dem höchsten Energieniveau bist. Zu diesem Zeitpunkt in deinem Leben, wenn du einen bestimmten Fokus und ein bestimmtes Gleichgewicht in dir selbst schaffst, wird diese Energie in etwas Fantastisches umgewandelt. Aber in diesem Stadium deines Lebens, wenn du nicht Fokus und Gleichgewicht mitbringst und du es verdienst, sagen wir, wenn du 40, 45 bist, wirst du nicht die gleiche Energie haben. Das ist etwas, das du nicht verstehst. Dass sie denken, dass dieses Energieniveau dein ganzes Leben lang da sein wird. Nein, nein, nein. Es wird vorübergehen. Es geht nur um 8 bis 12 bis 15
14 Jahre. Im Alter von 14 bis 30 Jahren gibt es einen gewissen Energieaufschwung. Wenn du zu diesem Zeitpunkt lernst, wie man damit umgeht, solltest du ein Gleichgewicht halten und dich auf dein Leben konzentrieren. Du bringst einen Fokus auf dein Leben. Dieses Leben wird funktionieren und auf einer höheren Lebensebene ablaufen. Wenn du diese Dinge nicht mitbringst und es eilig hast zu leben, dann wirst du sehen, dass es eine schwierige Aufgabe wird. Nicht, dass du es überhaupt nicht schaffen wirst. Du kannst es schaffen, aber unnötige Probleme im Leben. Es ist also eine individuelle Entscheidung. Wenn jemand einen so harten Zwang hat, kann er sich darauf einlassen. Macht es nicht zu einem Trend, dass wenn ihr in einem College seid, ihr eine körperbezogene Beziehung haben müsst. Nicht notwendig.